Ja, hier sind wir jetzt wieder zu Destiny. Wir sind ja beim letzten Mal stehen geblieben mit der. Mal kurz nachschauen. Mit hier. Das dunkle Innere, Altrussland, Erde, Level 3 Story. Mit diesem Level sind wir stehen geblieben in der letzten Folge. Wir haben ein paar neue Sachen gekriegt, deswegen ist hier auch im Turm etwas Neues. Und da gehen wir jetzt einfach mal hin. Wir sind auch kurz vor Level 4. Das bedeutet, wir kriegen wahrscheinlich bald unsere neue Rüstung da. Wisst ihr, was ich meine? Die ist ja ganz präsent, die Rüstung. Ja. Dann schauen wir da jetzt mal, was im Turm so alles abgeht. Habe ich schon eine Schiff. Habe ich schon erwähnt, dass das Schiff richtig nice aussieht? Von der Struktur, also nicht vom Aussehen her, sondern so vom Design her, also wie die Leute es umgesetzt haben. Egal. Hey du da. Wo muss ich hin? Runter zu den Leuten. Au. Eine Prämie wählen. 30, 24, 34. OMG. Wo wird es am meisten bringen? Nee, für das. Möge dein Licht geschützt sein, Peter. Die Rüstung ist so cool, die rote. Ich glaube, die kaufe ich mir schon mal im Vorfeld. Die Skalpellrüstung. Die einfach so super stark ist. Da ist mir jetzt das neue Brustding. Ja, geht. Sieht ganz nett aus. Habe ich auch, ja. 17. Cool. Dann wird das zerlegt. 13 wird er auch zerlegt. Ich werde 4 für. Der kann auch zerlegt werden. Der auch. Hier die Schuhe auch. Und da habe ich nichts. So, wie viel habe ich denn jetzt? 200 noch was. So, kauf ich die. Kauf ich die. Soll ich beide Skalpellteile? Man sieht sich, Hüter. Ich kann ja dann anziehen, wenn ich das Level habe. Wieder dasselbe Outfit wie ich. Cheat. Okay. Gut, gehen wir nochmal zum Waffenhändler und schauen mal, ob der noch irgendwas Spannendes für uns hat. Kann ja sein, dass der irgendwie noch irgendwas hat für uns. Ich habe ein paar Kästen. Ja? Sieh sie dir an. Handfeuerwaffe, Handfeuerwaffe. Cool, Freunde. Zum Orbit. Okay, gehen wir wieder zum Orbit. Und machen dann mal. Okay, und machen dann einfach mal die nächste Mission.
Ja. Ziel festlegen. Gehen wir wieder zur Erde und machen hier oben die Mission Nummer 4. So, man kann dann nicht hinhocken. Und dann geht's auch schon los. Ja. Sieht ganz nett aus bis jetzt. Die Vorhut berichtet, dass sich die Gefallenen über Maschinen im Kosmodrom hermachen. Und ich vermute, dass sie nicht einfach nur plündern. Was immer sie suchen, wir sollten es vor ihnen finden. Okay. Aha, aha, aha. Ich registriere starke Gefallenenaktivität bei der vergessenen Küste. Aber das ist meilenweit weg. Warte, hier gibt es ein Fahrzeugnetzwerk der Hüter. Damit könnten wir von unserem Schiff aus ein Bodenfahrzeug rufen. Los! Ja. Wenn ich will, Fahrzeugnetzwerk und rufe dein... Was? Sparrow. Wie verbinde ich mich? Komm ich darüber? Oh mein Gott. Bam. Bam. Ja, ich muss dahin. Nee. Wie verbinde ich mich? Ja klar, hier habe ich ja die neuen Dinger, aber die kann ich nicht anziehen. Weil die ist halt Level 18. Kein Plan. Ja, stimmt ja, ich muss ja in dieses Haus da rein. Stimmt. So, da ist eine Runde. So. Nochmal. Schlüssel, Lagerdaten, schränkte Kettvektoren und wir sind verbunden. Okay, wenn du den Sparrow nimmst, sind wir in ein paar Sekunden an der vergessenen Küste. Okay, ah, jetzt geht's. Okay. Freien Schub. Ah, okay. Cool. Ja, ich finde, das ist jetzt mit dem Sparrow natürlich richtig simpel. Und sorry, dass ich gerade nicht so lange geredet hatte. Ich hätte gerade irgendwie vergessen, dass ich aufnehme. Ja. Verteilt mir das bitte. Und
Gefallenen benutzen eine. Jetzt werde ich auf jeden Fall wieder öfters reden. Mal sehen, was sie übertragen. Das generell Gefallenverstärker. Da bin ich in die Wand gefahren. Oh, das Ding brennt schon, oh mein Gott. So. Okay. Und Geist. Rein. Geh ich mal weiter. Alles gestört. Keine Gefallen. Schicken wir das andere. Okay. Dann fahren wir da nochmal hin. Hab ihn aber noch gekillt, ein Typ. So. Geist. Und wieder. Übertragung. Sind beide mit etwas entdeckt? Gehen wir uns das an. Okay. Da liegt noch was. Cool. Warum diese Musik im Hintergrund, ja? Keine Ahnung. Fahren wir doch mal hier hoch. Ja, mal schauen, was uns hier erwartet. Vielleicht ja die bösen Gefallenen oder vielleicht sogar ein anderer Spieler. Das kann natürlich auch immer sein. Und wieder ist mein Wiedereinstieg eingeschränkt. Boom! Oh Mann. Aber ich habe ihn ja wieder gekillt. Oh mein Gott! Level up! Oh mein Gott, ein großer. Ich sterb. Ich bin tot. War das klar oder war das klar? War irgendwie klar. Oh, ein präziser Kill. Lasse. Nee.
Jetzt kann ich den hier anziehen. Ja, sieht cool aus. Den zu legen. Okay. Ah, okay. Vorschau. Cool. Tempo, Geschwindigkeit. Ah, okay, ich kann also noch irgendwie die Upgrades oder so erhöhen. Ah, ich habe was Neues. Ah, das ist cool. Ich hab's sogar bereit. Läuft. Sind da ein paar viele Gegner? Jo. Ja. Fertig. Ah, noch mehr. Schwicknade, ey. So. Hat's auf jeden Fall gebracht. Weil jetzt habe ich das so in 10 Sekunden gelöst. Also diese super Attacke von dem Warlock ist auf jeden Fall richtig, richtig gut. Die vom Titan ist auch richtig gut, aber die ist für Nahkampf und deswegen. Oh nein. Das ist die Mission, die wir nie jetzt hingekriegt haben. Stimmt, die haben wir nie hingekriegt. Die haben wir einfach nie hingekriegt. Die auf die Reihe bekommen. Oder? LOL, da war noch einer. LOL. Läuft bei dem. Läuft bei dem. Ja, 3 präzise Kills. Ja, das war ganz sicher mit meinem Ding da. Wisst ihr? Oh nein, die Mission ist schwer. Die ist richtig schwer. Wenn wir so oft nicht auf der Reihe bekommen. Oh. Stirb, 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 stirb. Stirb. Stirb, Junge. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Dann hier hoch. Die Gefallenen sind mit irgendetwas hinten in diesem Raum verbunden. Oh mein Gott. Unsichtbare Gegner. Oh Gegner. Oh mein Gott. Komm ran auf mehr. Junge! Du überlebst hier, du Junge. Gefallenen wollen Zugriff auf diese Maschinen. Aber irgendetwas wehrt sich. Noch können wir es nicht zerstören. Das wird noch dauern. Hey, wo ist er? Ja, mach doch mal. Oh mein Gott, Junge. Na, Kapitän.
Okay. Ja, ich bin gerade still, weil ich bin konzentrieren. Sorry. Ich bin immer so. Also wenn ich still bin, konzentriere ich mich immer. Weil wir haben diese Mission so oft verkackt in der Beta. Und jetzt kriege ich einfach gut alleine hin. Das finde ich ganz nett. Nicht schlecht in der Welt. Auf jeden Fall kommt aber zum Schluss noch einer und der ist richtig hardy. Aber trotzdem kann ich das jetzt einsetzen. Weil es Spaß macht, das Ding einzusetzen. Ja, das Ding kommt, genau. Ich wollte nur mal erwähnt haben. Das Ding ist nämlich nicht gerade ohne, weil es kann sich trotzdem kaum wehren, aber es kann den anderen Gegnern ein Schild. Okay, kaum wehren ist gelogen, es schießt solche Dinger, aber. Oh, es sind zwei davon, scheiße. Hier bitte ich. Oh mein Gott. Okay, eigentlich ist Schrott. Okay. Auch komisch, dass wir jetzt auf jeden Fall so wenig Waffen kriegen. In der Beta hatte man irgendwie richtig viele Waffen bekommen, in jedem Level. Hat man irgendwie so 5, 6 Waffen und jetzt einfach, wenn ich jetzt hier mal nachgucke. Hier, eine Waffe habe ich dafür. Okay, das ist natürlich auch schon mehr, aber trotzdem. Jo, geschafft. Viel haben sie nicht bekommen, wegen der Fireball. Alte Erde. Russisch. Hör mal. Die Legenden stimmen. Es hat wirklich ein Kriegsgeist den Untergang überlebt. Rasputin, eine KI zur Verteidigung der Erde. Er hat die Dunkelheit bekämpft und überlebt. Und er schützt etwas hier im Kosmodrom. Wir müssen irgendwie an ihn rankommen. Okay, gut. Haben wir die Mission geschafft in 23 Minuten? Das ist aber nett. Haben wir was freigeschalten gerade? Sah doch voll so aus. Neue Waffe und neues Handgelenk, sag ich jetzt mal. Und irgendwas gerade freigeschalten. Ach hier. Upgrade. Leute, man kann die Rüstung upgraden. Impulsmission. Ja, ich benutze aber die. Nee. Die Impulsgewehre, deswegen bringt das glaube ich nicht viel. 24, 34. 42. Was bringt denn das? Wie sieht denn das aus? Gucken wir uns das mal an. Ja, geht, aber ich nehme das. Hat mehr Schutz. Zu legen, braucht keiner. Okay. Was ist denn, das weiß ich nicht. Was habe ich hier unten? Nichts, nichts, nichts und nichts. Ist auch gut. Und hier gibt es nichts Neues, gell? Nee. Das nächste wäre ein Energiezug. Mächtiger Power nach der feinden Energie abzieht und damit auf die linke Seite eine Granaten bringen hat. Oh, das ist gut. Das gefällt mir. Ja. Dann gehen wir mal zurück in den Orbit. Und ja, würde ich sagen, wär's es auch dann mit dieser Folge Destiny. Ich weiß schon gar nicht mehr, welche das ist jetzt. Ich glaube die 6. oder 7. müsste das jetzt ungefähr sein. So, kommt hin. Gucken wir nochmal schnell, was wir jetzt gekriegt haben. 37, 31. Boah, nehmen wir die. Ist ja dasselbe. Aber hat ein Magazin weniger. Also eins im Magazin, das hat 5. Das hat 4 Schuss. Ja. Ich weiß jetzt nicht, welches besser aussieht. Ja, das ist so gelb, sieht man ja. Und es ist dann so... Ja, ich glaube, das Gelb nehme ich. Weg, packe ich den weg. So. Okay, jetzt kann ich mal gucken. Dieser eine Schuss, der da fehlt. Wie viel ist denn das jetzt? 6. 6 mal 4. Ne, ein Schuss. Ja,
ein Schuss. Das heißt, ich muss meine vier Schüssen sozusagen. Nee, hier habe ich 5 mal 31, hier habe ich 4 mal 37. Rechne ich einfach 5 mal 3, 150, 4 mal 40, ja, 160, 150. Jetzt muss ich hier wie viel abziehen? 5 mal 3. Ja, jetzt muss ich hier 4 mal die 3, die da fehlen, wieder abziehen. Und dann bin ich nur noch bei 148. Und hier drüben bin ich sogar noch mehr, sondern bei 100 noch irgendwas. Aber ich weiß nicht. Ach so, hier sieht man hier, ach so, die Statistik. Schlagkraft, die weniger Reichweite, dafür mehr Aufwärtsfelder, die mehr Anlaufzeit, ach so. Magazin hat eins mehr. Ja gut, dann lasse ich aber die Schrotflinte weg. Die mache ich dann auch weg. So, hier lasse ich. Die tue ich gleich in meinen Spind rein in der nächsten Folge. Ja, würde ich sagen, wär's das dann und wir sehen uns beim nächsten Mal.